Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier ins Plateau 2 Online. Ein großes Update ist draußen, wie ihr es gerade schon bemerkt habt. Ja, sagen wir es mal so. Die Bambus-Sniper interessiert mich nicht und der Camp Loviato interessiert mich auch eher weniger, wenn ich ehrlich bin. Ehrlich gesagt eher der Coolie-Splattling und was war das andere noch? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall war es ein Schwaper. Das werden wir sowieso gleich herausfinden, aber sei es gesagt, ich muss es leider tun mit der Map, weil, ja, ich bin der Typ, der etwas später aufnimmt, aber offscreen irgendwie gleich anfängt irgendwas zu zocken. Deswegen ist es immer ein bisschen problematisch. Ich wollte es einfach tun und es war einfach geil. Deswegen zeige ich es euch gerne hier nochmal, aber bevor wir anfangen, nochmal eine Kleinigkeit. Damit es schön stylisch wird. Yeah! Ist zwar ein bisschen komisch, aber wie sagt man immer so schön, doppelt hält besser. Juhu! Okay, jetzt sehen wir nun startklar und jetzt geht's auf zur Adi, wo wir uns gleich wieder jegliche Informationen holen werden zu den Waffen. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, welche ich diesmal nehmen werde. Ich gehe jetzt spontan jetzt nicht nach der Reihenfolge, deswegen ich weiß auf jeden Fall, was ich diesmal jetzt sofort nehmen werde. Aber okay. So, feins Auswahl. Gut, wunderbar. Klotzer 414B. Beim Klotzer 14B sind wieder alle Funktionen des Grundmodells vorhanden. Doch etwas Dekoration rundet das Design ab. Auch diese Version bleibt beim Schwimmen nicht aufgeladen. Dafür bremst der Seebetox-Nebel Gegner und macht sie zu leichter Beute. Mit dem Insta-Bomben färbst du auf einen Schlag große Bereiche und zeigst dem Gegner, welcher Farbe gerade angesagt ist. Der Kommandant wäre sicher stolz auf dieses Set, das auch im großen Revierkampf seinen Platz gehabt hätte. Außerdem ist für dich dieses Schmuckstück hier verfügbar. Knallschwabber. Der ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Der hat irgendwie Ähnlichkeiten mit der Waschmaschine, habe ich so das Gefühl. Aber okay, gut. Der Knallschwabber ist ein umgebauter Heizstrahler, der knallheiße Tinte über große Entfernungen verschießt. Seine Schüsse explodieren bei Kontakt mit Wänden oder Boden, was ihn ideal gegen versteckte Gegner macht. Der Sprinkler als Sekundärwaffe hilft beim Färben von Revier und erleichtert deinem Team die Fortbewegung. Und mit dem Blubberwerfer erhöhst du den Druck auf den Gegner, indem du ihn den Fluchtweg abschneidest. Mit dieser Ausstattung und der Unterstützung deines Teams kannst du auf die Jagd gehen. Und als nächstes haben wir hier den Coolie-Splattling für dich. Die Coolie-Splattling hat zwei verschiedene Feuerbereiche. Zu Beginn zerlegt sie Gegner in der Nähe im Nu und färbt die Umgebung fix ein. Wenn du zu weiter feuerst, kannst du Gegner über größere Distanz akkurat unter Beschuss nehmen. Das ist nur auf die erste Sekunde. Die schießt ganz kurz und gleich nach der ersten Sekunde Reichweite und so, versteht sich. Du kannst das Feuern durch erneutes Aufladen der Waffe unterbrechen und zu ihren Feuerbereichen bestimmen. Wie gesagt, nur ganz kurz. Beim Feuern kannst du dich außerdem schnell bewegen und so die optimale Entfernung zum Gegner halten. Abgerundet wird dieses Set mit dem Seebetox-Nebel und dem Tintendüser. Und als letzte Waffe habe ich für dich den Sorella Camp Loviato, der für dich zwar eher beschissen ist, aber ich sag trotzdem, was mit dabei ist. Der Sorella Camp Loviato ist eine abgewandelte Version des Camp Loviatos, wer hätte es gedacht, mit anderem Äußeren aber gleichen Werten. Bei dem Tintenwall und dem geöffneten Loviato kannst du ein relativ großes Gebiet blockieren. Und wenn die Defensive steht, gehst du mit den Curling-Bomben in die Offensive. Angriffe und Verteidigung in einem Set. Wunderbar, und als erstes nehme ich mir hier den Coolie-Splattling zur Hand. Nehmen wir direkt. Und ich möchte anmerken, ich habe sehr viel Schwimmspeed dabei. Also, ja, okay, außer der eine Perk mit Lauf. Ich habe es doch eingesehen, dass das Laufspeed nicht so viel bracht, anstatt Schwimmspeed, da man sowieso meistens nur in der Tennis dachte ich mir, er braucht schon Laufspeed, wenn man Schwimmspeed hat. Das ist verdammt normal OP. Aber okay, gut. Ich will hoffen, die erste Runde beginnt gleich mit dem Hotel Neotun. Für mich schon so eine Art Mai Mai Resort 2.0, aber darauf komme ich gleich zu sprechen, insofern wir es in der ersten Runde mit der neuen Map zu tun haben. Also, ihr wisst Bescheid, was wir dort da ist.
oder was wird da kommen, wird 3 Runden. Und ja, wir sehen uns mal wieder in der ersten Runde wieder. Ich möchte übrigens noch anmerken, ihr seht's ja hier im Hintergrund, hier bei der Brille, das ist eigentlich so neongelb, ne? Warum das so rausgekielt wird, habe ich keine Ahnung. Ganz kurz, hier, eigentlich so ein, wie so ein Gelb. So ein Neongelb. Ich habe keine Ahnung, warum das rausgekielt wird, weil es kein Grün ist. Das war's eigentlich auch schon wieder. Höh, unnötig als Fuck, aber egal. Passt schon. Und wir hatten doch Glück. Hotel Newton gleich als erste Runde hier im Revierkampf. Mit dem Coolie Splatling. Ich feiere den irgendwie, keine Ahnung. Es ist zwar ein Splatling, der... Naja, Splatlings sind okay. Aber irgendwie, ich feiere das Design. Weil... Der sieht genauso aus wie halt diese Kugelschreiber in diesen 4 verschiedenen Farben. Die sieht fast genauso aus. Das ist einfach so ein Coolie. Was laber ich einfach? Komm einfach auf den Punkt und gut ist. Aber warum das so komisch ist, dass er nur kurz schießt von der Reichweite und dann irgendwie länger irgendwie. Das ist so ein bisschen komisch irgendwie. Aber ja, gut. Komm, den krieg ich. Oder halt auch nicht. Weil ich nicht geschissen kriege, weil ich einfach nur scheiße bin. Sehe ich einfach ein, ich bin scheiße schlecht. Gut, haben wir das auch mal abgehakt. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich scheiß auf den. Oh, dankeschön, ey. Das wäre es gewesen, wenn ich jetzt tot wäre. Weil das wäre nicht so cool gewesen. Aber der macht coole Geräusche, finde ich. So mit einem dünnen Döser. Okay, ich habe nicht so viel was reißen können. Ja, ein Versuch was wert, und warum es bei uns gleich Gefahr aushabt, ist irgendwie komisch. Aber die Beweglichkeit ist cool. Komm, trau dich. Ich warte extra. Okay, wieder schnell weg, kurz wieder aufladen. Ach ja, schön, ne? Oh, nee, ich lebe ja doch noch. Aber dass man sich noch hier gut bewegen kann mit dem Teil, das ist irgendwie cool. Ja, weil ich habe jetzt nicht auf die Beweglichkeit darauf geachtet. Oh, ich hätte gedacht, ich werde jetzt wieder irgendwie am Runterfliegen, ne? Ja. Okay, noch einen Kill gemacht. Schön. Und noch einen Kill gemacht. Läuft da gerade voll. Wir verlieren zwar gerade, aber ja, ist trotzdem cool. Oh, der übelst die Hitmarker kassiert, was soll denn das? Aber als ob wir das verlieren, ne? Oh mein Gott, als ob ich das noch geschafft habe. Ich kann eigentlich mit dem Tintendüser oder halt Jet halt null umgehen. Hat man im Stream bei der Octo-Expansion gesehen. Aber okay, gut. Nein, oh Mann. Ich hätte fast einen Double Kill gemacht. Ja, als ob wir das verlieren, Mann. Was ist denn das für ein Dreck? Man kann sowieso mit diesem Knallschwarber kaum Farbe irgendwie, also naja, halt so einfärben, so richtig. Das war so dumm. Das war so dumm. Ah, scheiße. Ja, gut. Ja, aber ich habe wenigstens gut Kills machen können. 7 Kills. Aber ich glaube, da war 1, 2 Assists dabei. Ich habe keine Ahnung, oder es waren wirklich 7 Kills gewesen. Was ist das für eine komische Animation? Ja, das ist ein Splatling. Ich habe damit verloren, aber ich habe viel Kills gemacht damit. So kommt mir das gerade vor. okay. Nächste Runde. Und natürlich haben wir noch Cam Schützenfisch dabei. Wo mir der englische Name viel cooler gefällt. Wenn man sich da eventuell triggern lassen kann. Das war ja voll unnötig gerade. Ja, genau. Das ist auch noch die...
Ich habe ja am Anfang des Parts erwähnt, dass ich, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, das ist ungefähr vor 2 Stunden passiert. Wir haben aktuell 14.07 Uhr. Ja, verkackt, geh weg. Dankeschön für deinen Support. Habe ich alle beide Waffen da gespielt. Also das mit dem Sprühschwapper, nee, Knallschwapper ist... Naja, ich werde da sowieso noch mal eine extra Aufnahme noch mal machen, weil darum. Weil must have und so, muss halt. Also das mit dem Knallschwapper, da dachte ich mir, ja gut. Noch eine billige Variante vom Trommelschwapper oder so. Alter, ich gehe gerade irgendwie übelst ab damit, habe ich so das Gefühl. Der ist viel cooler als der normale Splatling, vor allem hier, was die Fortbewegung angeht. Man kann sogar selbst im vollgeladenen Zustand sogar normal laufen. Das finde ich voll cool. Das macht mir gerade eben Spaß. Okay, ich glaube, ich habe eine weitere Lieblingswaffe gefunden zwischen meinen Dullis. Ist das geil. Ich bin zwar nicht so der Splatling-Typ, aber die Coolie-Splatlings sind richtig geil. Ach, da war noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. No joke. Den habe ich erst gesehen, wo ich den anderen getötet habe. Lol. Dummi Brot. Wo kommen die Nachspritzer her, komischerweise? Einer hinter uns oder was? Nee, zum Glück nicht. Ich kann einfach so normal rumjumpen. Ey, das ist immer übelst geil von dieser Fortbewegung, ey. Das feiere ich gerade übelst, muss ich mal sogar zugeben. Ja. Waffe Fireball, aber dass ich gerade so lappenhaft gestorben bin, war peinlich, muss ich zugeben. Das war wirklich richtig peinlich. Komm, 30 Sekunden. Irgendwas müssen wir noch reißen. Ich krieg's nicht gebacken gerade. Das war zweitwach. Achso, so Sebitox-Nebel. Nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, campt noch länger, ne? Ich glaube, wir haben verkackt. Ja, wir haben verkackt. Mann, ey, kann ich mal eine Runde gut laufen? Ich habe das Gefühl, das passiert meistens nur, wenn ich aufnehme. Okay, auch offscreen privat zocken verliere ich auch ab und zu wegen Kack-Mains oder beschissene Gegner, die beschissen sind. Ja, Captain Obvious am Start. Ja, ich habe das Gefühl, das passiert bei mir meistens nur in den Aufnahmen. Was soll der Scheiß? Ich werde hier betrogen. Zeig nicht, ob die Splatling, wir haben's gecheckt, was das für eine Waffe ist. Wie gesagt, ich finde die Animationen oder so mit dem coolen Splatling, wenn man eine Runde verliert, finde ich jetzt schon komisch. Ja, das ist eine Waffe. Wir haben's gecheckt, ja. Letzte Runde, ich suche mal eine neue Lobby. Ich habe keinen Bock auf so eine Schwitzer-Lobby. Ohne Witz, ey. Das ist mir so Cancer. Mal schauen. Und wir dürfen nochmal... Naja, oder so, wir dürfen uns nochmal triggern lassen. 3 Coolie Splatlings, alle. Ja, ein Sniper und eine Bambus-Sniper. Doch alle gelitten. Doch alle gelitten. Ich nehme schon mal gleich mal die andere Alternative, ne? Mal schauen. So. Versuchen alle schön einzufärben. Ich hoffe, dass ich nicht so krass gestört werde. Da ist schon der Sniper, auch geil. So, den einen haben wir schon mal eliminiert. Alter, komm klar, Alter, mit deinen Insta-Bomben, Alter. Ja, mit dem Kackklotzer, der übelst beschissen ist eigentlich. Das ist... Nee. Räudiger Anfang. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt ein Gegner. Ach so. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Was soll der Scheiß? Ey! Das war wieder der Klotzer.
Hat er nichts Besseres zu tun, als mich gerade mit Emmy abzufacken oder so? Komm mal klar. Such dir ein Hobby. Gibt ja genügend, ja, Deutsch sagt. So. Auf zur gegnerischen Base für die Rache. Da hätte ich jetzt Laufspeed, ne? Ah, es geht eigentlich. Also man kann es immer wieder neu aufladen, weil wie gesagt, erstens wird so komisch gespritzt wie so ein Kleckser und dann geht es erst später in eine normale Reichweite über. So, du bist erstmal tot, erstmal schön von hinten gekickt. So, dafür ist meine Rache da. Das feiere ich gerade etwas. Aber bei uns ist Gefahr, ne? Ja, macht Sinn. Kann ja doch was mit dem Jetpack, wer hätte jetzt das gedacht, ne? Aber als ob ich die Runde jetzt verliere, ne? Beziehungsweise wir verlieren. Komm, erstmal Sevitox Nebel. Okay, jetzt wird's kritisch. Ja, war klar. Zwei Leute, ne? Der eine war wahrscheinlich schon längst am Hochschwimmen. Dann ist es nur der Klotz, der mich nur tötet. Und schon wieder läuft in so einer Runde. Ich kann eigentlich direkt stehen bleiben, weil es sowieso nichts bringt. Hier, komm, verpiss dich. Oh, ich gehe mich selbst umbringen. Ehrenlos. Doppelmittelfinger. Ehrenlose Schweine. So ein behinderter Dreck, ey. Überhaupt nicht verdient, ne? Wie kann man nur so... Nee, einfach nur... Ohne Worte. Ich bin eigentlich recht gut gelaunt. Hatte keinen Bock zum Ausrasten, auch wenn ich immer wieder kurz dabei war. Aber ja, gut. Während der Octoling noch so komisch auf seine Waffe noch drauf tippt, sage ich euch, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn ihr nichts verpassen wollt. Abo wäre nice. Und dann sehen wir uns bei einer weiteren Partie in Splatoon 2 online. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.